Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Sunless Sea. Wir waren gerade in Wenderbyte und haben da nicht gerade schlecht an Schätzen und Geheimnissen eingesackt. Und jetzt, ja, Hunter's Keep können wir ja getrost auslassen. Würde ich sagen, fahren wir kurz zu den Salzlöwen runter. Mal sehen. Also für eine Ladung Sphinxstein haben wir Platz, aber da es die letzte ist, würde ich die eigentlich gerne mit so viel wie möglich. Wobei ist natürlich die Frage, wie viel ist möglich, ne? Hier dürfte es eigentlich nichts mehr geben, aber ein bisschen gucken kann ja nicht schaden. Wir haben Treibstoff, wir haben Nahrung. Hey, ein Leuchtturm. Hey, Essen. Und außerdem eine ordentliche Terrorreduktion. Gar nicht, aber das eine Fragment, was er da rausholt, lohnt sich auch nicht. Ja, die Richtung stimmt. Dem, was wir an Treibstoff in London kriegen, tanken wir locker wieder auf 60 auf. Was ist das? Eine Crack-Piraten-Fregatte. Ne, mit Crack-Piraten wollen wir uns nicht abgeben. Irgendwie scheinen die an dieser Boje zu hängen. Ach was, brauchen kein Terror reduzieren. Da verbringen wir einmal kurz Zeit mit unserer Familie in London und dann hat sich das mit dem Terror schon wieder. Was haben die hier versucht rauszugraben? Dass die im Kopf dieser Sphinx graben, verstehe ich ja sogar irgendwie auf eine mystizistische Art und Weise. Aber hier hat dann nach dem Graben einer festgestellt, hey, hat eine Sphinx ihr Gehirn eigentlich im Fuß? Oder muss ein bisschen peinlich gewesen sein, die Situation? Mhm. Schaltflyens. Hafenreport auf jeden Fall. Platzmäßig. Naja, da müssten nur 15. Ich würde gerne mindestens zwei Ladungen mitnehmen. Weil wir kriegen ja bei der Extra-Mission den doppelten Preis dafür. Und sobald wir die letzte ausgeliefert haben, entfällt ja auch diese Möglichkeit, mit den Arbeitern hier zu reden. Deswegen. Ja. Gut, wenn wir das nächste Mal also mit ihm nach Port Cecil zurückkommen. Ja, von hier aus jetzt nach London rüber.
Das ist jetzt keine große Aufgabe mehr. Schauen wir mal, wir haben sogar noch reichlich Mannschaft. Da ist unser Freund das teleportierende Schiff schon wieder. Wenn die uns diesen Teleporter-Trick verraten würden. Laut Karte sollte hier ein Strudel sein. Natürlich wäre sowas für die Schifffahrt ja schon äußerst ungünstig. Ein Strudel direkt vor der Hafenausfahrt, aber... So, wir haben nichts schlimm Illegales und wir haben zu verzollendes Zeug. Das würde ich sogar machen. Oh. Wir haben nichts zu verbergen. Also. Nachrichten vom Hafenmeister einsammeln. So. Dann liefern wir diesmal alle unsere Tonmänner aus. Schon mal los. Sphinxstein. Müssen wir erstmal liegen. Ein neuer Rekrut. Okay. Schön. Kommen wir auf glatt 20. Das ist eine feine Sache. Dann. Die Anhänger natürlich. Ist schön einfach. Ach ja, und dann verbringen wir natürlich mal Zeit mit unserer Familie. Mal sehen, bei wie viel steht er eigentlich? Bei 10 oder 15? Insgesamt 20, hm. Vielleicht warten wir einfach gleich mal kurz im Hafen und mal schauen. Zeitung lesen wir auch mal. Und wir übernachten natürlich mal in unserem Haus. Wofür haben wir das denn? Hey, wir haben unseren Sonnenstich, haben wir endgültig erledigt mal wieder. Das ist auch schön. Ah, 10.000 Echo für das Anwesen. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Studienzimmer. Uiuiui. Können einiges basteln, wenn wir denn da wollen. Monströsen Almanach, um Seiten zu erhöhen. Sieben Artefakte. Eine flüsternde Trophäen. Nee, dafür bräuchten wir... Die haben wir ja extra nicht mitgenommen. Wir legen Erbschaften natürlich an. Das hatten wir sowieso vor. So, dann haben wir insgesamt 10 Erbschaften zu Hause. Das entspricht 10.000 Echo. Das ist ein ordentliches Startkapital für unseren nächsten Charakter. So. Dann... Oh, dir können wir dieses Teil verkaufen, das ist gut. 70 Echo? Das ist nicht schlecht. Ah, Seestories, Enigma. Hm. Nee. Dann... Genau, die Story des Magiers. Drei Geheimnisse haben wir. Sintelec haben wir auch. Hm. Ein harter Sieg. Aber er hat gesiegt, hä?
Es geht, wie ja, für genau 11 Stunden. Ja. Ah, okay. Ein Toast. Ja, ein Spiegel dazu gewonnen. Das ist auch eine schöne Sache. Einen zufriedengestellten Magier. Hm, 6 Schleier, 5 Spiegel, ein Herz. Okay. Okay. Hat eine Idee. 1200 Echo in den Trockendock von London bringen. Gut, das werden wir auch machen. Allerdings werden wir uns an diesem Antrieb... Wartet mal. Oder wollen wir dem tiefen König das Memento Mori aufs Auge drücken? Und den Antrieb lieber behalten. Gucken wir mal gerade. Zum Herzmetallschmied auf Station 3. Wir können die Kanone so nicht benutzen. Also was ich auf jeden Fall gerne hätte, wäre dieser Antrieb. Und wenn wir das Memento Mori verwenden können, wäre das natürlich eine feine Sache. Treibstoffeffizient 1800, also 300 mehr als wir jetzt haben. Und erhöht Schleier und Herzen um jeweils 5. 1200 Echo haben wir. So. Dann. Treibstoffeffizienz plus 10%. Antriebspower 1800. Herzen, Schleier. Aha. Okay. Dann ist die Frage, behalten wir das und verkaufen das Memento Mori? Was heißt verkaufen? Oder wir geben das Memento Mori an den Tiefenkönig? Oder wir geben das dem Tiefenkönig und behalten das Memento Mori? Allerdings, in diesem Durchgang sind wir ja nicht sonderlich kampforientiert. Deswegen würde ich eher sagen, verzichten wir auf das Memento Mori. Und behalten dafür den endgenialen Superantrieb. Das heißt nämlich, dass wir den dann verkaufen können. Apropos verkaufen, 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 verkaufen. Leider drauf sitzen bleiben. So, die Serpentine für 500 verkaufen oder die Bodhika Bodhisattva für 500 verkaufen, ja. Machen wir dann so. Dann behalten wir lieber den guten Antrieb und wenn wir irgendwann zu viel Geld aus haben, um es und es nicht mehr unter die Leute bringen, können wir uns ja sowas kaufen hier. So, dann Wolfstack Exchange. Sintelec brauchen wir, soweit ich mich erinnere, gerade keinen mehr. Kriegen wir außerdem tonnenweise in Port Cecil demnächst. Dann Spinnenseide. Weg. Parabolleinen. Weg. So, dann haben wir... Ach, steht hier oben auch. Noch 73. Wir haben 34, 31. Das heißt, Nahrung müssen wir wahrscheinlich erstmal nicht mehr so schnell auftanken. Das klingt schon mal nicht schlecht. Kerzen wollten wir tonnenweise das nächste Mal mitnehmen. Die behalten wir, die Kanone. Das ist unsere. Das ist ein Reparaturbeschleuniger, aber den brauchen wir nicht. Wir behalten lieber unsere Tonleute, die wir an Bord haben. Den haben wir schon. Gibt's, ja. Und eine Laterne wollen wir uns erstmal nicht holen. Eisenschleier, Herzen. Eisen plus 8, Schleier plus 3, Herzen plus 1. Ah, dafür Spiegel aber nicht so gut. Aber sie sieht viel besser aus. Hm. Sie möchte eine ganz teure Frucht und Suppe. Die können wir im Mangroven College kaufen. Okay.
Dann den möchte ich trotzdem wegen seinen 5% und Schleier ist uns ja trotzdem noch wichtiger. 106 Schleier. Hilfe. So. Dann für den müssen wir nach Station 3. Mal sehen, ob wir das auf der Tour irgendwie einplanen können. Wir haben noch mehr Zeug. Mal sehen, was haben wir denn noch im Frachtraum? Okay. Nee, das ist nur genehmigte romantische Literatur. Also entweder schleppen wir das Zeug nach zum Port Carnelian mit runter. Was eventuell gar keine so schlechte Idee ist. Wir holen uns den den Sphinxstein, holen uns die Quest, das runterzubringen. Ja, das klingt nicht schlecht. So. Der Student haben wir nichts. Dann. Hier haben wir. Gucken wir trotzdem mal nach. Nein, hier gibt es auch noch nichts Neues. Der Admiral, die Botschaft der Hölle. Gucken wir auch mal rein. Der möchte nach Avid Horizon. Da bringen wir ihn später irgendwann hin. Wenn wir unser schönes Haus zu vererben haben und allem drum und dran. Haben wir noch einen Geheimdienstler? Nein, haben wir nicht. Jetzt haben wir wieder einen. So, dann reden wir mit dem Admiral. Komm, kannst du auch einen von haben. Haben wir so viele von. Brauchst du irgendwas Bestimmtes? Auch schon wieder Frostfound. Naja. Geben wir erstmal unsere Hafenreports ab. Platz haben wir auf jeden Fall genug. Und Geld haben wir dann. Ach, Geld haben wir jetzt schon mehr als genug. Shroom. Ich habe aber momentan keinen Bock mehr, noch mehr Blemmigans mitzunehmen. Vor allem, weil die unseren Frachtraum ja voll stehen. Stellen. Okay. Oh, wir haben zwei Terror dazu bekommen. Port Reports da. Klar, so lange ist da nichts mehr explodiert. Saviors Rocks. Wir brauchen noch eine Kiste Wein. Nur um sicher zu gehen. Polythream. Mal 750 Treibstoff. Das Kilonat. Kodex, die große Geode, Khan's Shadow, Barkas natürlich. Wir sind überall gewesen. King Eater's Castle waren wir auch. Und natürlich bei den Salzlöwen. 65. Verbraten war 4. Bis wir. Ja, wir müssen mehr verbraten als nur 4. Das ist das Problem, wenn wir Seestein auch noch mitnehmen wollen. Hin und zurück wäre natürlich so eine Überlegung.
Aber, uff. Wir haben nicht gerade wenig Geld auf der Tasche. Gucken wir mal eben auf die Karte. Zu den Salzlöwen rüber. In der Hoffnung, dass wir bis dahin 4 Vorräte soweit verbraucht haben. Oder 2 und 2. Dann wieder zurück. Die Quest kriegen. Wir versuchen es einfach mal. Terror dürfte auf der Strecke eigentlich nicht das Problem sein. Schauen wir einfach mal. Ja, ich denke mal, das wird passen. Sonst warten wir einmal kurz im Hafen, aber ich glaube nicht, dass wir das tun müssen. So, haben genau 20 Platz. Terror haben wir keinen. Hafenreport nehmen wir mit. Kriegen wir gratis Treibstoff für. So. Treibstoff holen wir uns noch ab. Dann holen wir uns noch was zu essen nach. Wir können ja auf dem Weg noch zu essen kaufen. Wir haben ja mehrere Möglichkeiten, wo wir günstig an Nahrung kommen. Oh, da ist unser Terror schon wieder weg, unser spektakulärer. Können wir nicht auch im Kanat Wein und Kerzen kaufen? Bei Wein bin ich mir relativ... Na, Kerzen bin ich mir relativ sicher. So. Warten wir kurz, bis etwas im Hafen auf uns wartet. Das dürfte nicht allzu lange dauern. Dann ist der Plan runter zur Geode über die Eiserne Republik. Da können wir auch direkt wieder Wasserstoff für die Affen mitnehmen. Dann fahren wir ja schon wieder die Südroute. Ja gut, wir haben nur die eine Auswahl. Fahren wir über den Süden oder über den Norden. Anders geht's ja nicht. Aber was soll's. Beide Routen bringen uns unglaublich viel Profit. Nur die Nordroute hat halt einen größeren Vorteil, weil wir von Esteville zum Imperium der Hände bzw. zu Saviour's Rocks weiterfahren können. Alle kontrollierten... Ja, wir haben 8 mal... Aha, 40 Echo. Naja... Ich glaube, wir haben für die Dinger ja nichts bezahlt, ne? Nachrichten vom Hafenmeister. Jemand möchte anheuern. K.
Können wir das weitermachen? Nur auf das Risiko hin. Können wir das weitermachen? Ja, okay. Wir können das so lange weitermachen, offensichtlich, wie es geht. Nur wenn wir das hier machen, kriegen wir einmal das Doppelte und dann gar nichts mehr. Jemand möchte anheuern? Nö. Wir verbringen nochmal Zeit mit der Familie. So, Seefieber 25. Na, ich will zur See fahren. Ja, selbstverständlich, mein Kind. Als ob da Gefahren auf uns warten. Okay, Mount Nomad, der Baum des, alles Mögliche, was dich fressen will. Untote im Wasser und Tentakel und... Aber hey. Aber der nächste Kapitän darf zwei Erbschaften. Das verbieten. Das wird dich rückversichern, setzt den Terror auf null und reduziert Albträume. Nö, natürlich erlauben wir das. Yeah, Erfolg, Seefieber. Dein Kind fährt zur See, wir haben. Und Seefieberqualität ist weg. Neujahrstag 1800, Quartiermeister, Assistent, continue. So. Ist nicht zufällig jetzt unser Offizier, ne? Nee, okay. Ja, dann wäre jetzt zu überlegen. Wenn wir über den Süden fahren, können wir natürlich mehr Kerzen mitnehmen. Achso, wir fahren einmal zum Admiral rüber. Die 20 Echo, Kleingeld. Wenn ich mir das jetzt so überlege, mit dem Schiff müsste man doch auf der Strecke grinden können, oder? Nur hin und her fahren, Sphinxstein holen und wieder zurückfahren. Man müsste es mal ausprobieren. Okay, also... Fahren wir jetzt über Norden oder diese Südroute? Ja. Die können wir auf jeden Fall erstmal verkaufen. Haben wir mehr Platz im Frachtraum. 62 Treibstoff sollte für die Strecke reichen und der Tank ist gerade frisch gefüllt. Kaffeebohnen können wir im Süden einkaufen. Pilzwein können wir auf der Route auch einkaufen und wir können später die Kerzen kaufen, die hier 40 kosten. Die könnten wir dann aber in Khan's Heart für 30 kaufen. Und wahrscheinlich ist der Tank dann auch schon ein ganzes Stückchen leerer. Ich will einmal gucken. Station 3. Wenn wir hier runterfahren. Okay, dann können wir die so mitnehmen. Wir fahren dann Mutton Island, Kanal, Eiserne Republik, Geode. Hier rüber und von hier aus dann hier nach oben. Dann können wir Station 3 mitnehmen, damit wir da die Quest bekommen. Und von da aus fahren wir dann hier runter. Wieder. Ob wir Adam's Way mitnehmen und Varkas, weiß ich noch nicht. Eventuell nicht. Wir könnten die Sache dann auch abkürzen und direkt über den Tiefenkönig fahren und dann die übliche Strecke zurück. Aber wir fahren auf jeden Fall noch hier vorbei. Gut, dann.
Wir nehmen auf jeden Fall eine Kiste Wein und einen Sack Kaffee mit, nur für den Fall, dass wir sie unterwegs vergessen. Die paar Echos, die wir dann über haben, pfeife ich drauf. Dann Gefangenenhonig. Weniger. Vorräte, jetzt haben wir noch gerade Platz. Wenn wir dieses 3 zu 2 Verhältnis beibehalten, dann müssten wir eigentlich auf 40 aufstocken. Und ich glaube, das wäre gar nicht so unvernünftig. Das sind 8 zusätzlich, sind wir bei 104, hätten wir noch Platz für 16 Fracht. Lemmigans möchte ich keine mitnehmen. Nehmen wir noch mehr von dem Wein mit oder mehr von dem Kaffee? Oder jeweils 5 von beiden noch zusätzlich? Also gut, wir tanken erstmal Nahrung auf 40 auf. Das sollte uns lange Zeit über Wasser halten und Kerzen für für die Reise da in die Unterwelt, das holen wir uns, wenn wir in in Khan's Heart sind und fahren dann ja sowieso nachher auf dem Rückweg in Godfall vorbei. Dann, da wir in Godfall eh vorbeikommen, können wir direkt auch noch ein paar Kisten Wein mitnehmen. Und ob sich das auf dem Weg ergibt oder nicht, ist egal. So, bleiben noch 6 Platz. Ich hasse solche Entscheidungen, ihr nicht auch. Aber wisst ihr was? Wir kaufen jetzt nichts mehr ein. Ich beende die Folge heute. Wir fahren beim nächsten Mal los. War auch heute schon wieder lang genug, mit mehr oder weniger ein paar Überziehungen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen gehen wie immer runter in die Kommentarsektion. Ich antworte auch wie immer so schnell wie möglich drauf. Wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, in der Videobeschreibung findet ihr alle notwendigen Links. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.